Hallo, ihr lieben Spinnerinnen und Spinner da draußen. Oder vor allem diejenigen, die es noch werden wollen. Hier ist Shanti Manu aus der Shanti Manu Handspinnerei. Und heute möchte ich mit euch über gebrauchte alte Spinnräder sprechen und euch hoffnungsvollerweise ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Ich hatte letztes Jahr schon mal ein Video über gebrauchte Spinnräder gemacht, allerdings nur theoretisch. Wir hatten uns Kleinanzeigen angeschaut, in denen alte Spinnräder angeboten wurden. Das Video musste ich leider löschen. Deswegen habe ich mir einen neuen Plan überlegt und habe mir drei alte Spinnräder zugelegt, die ich in Kleinanzeigen gefunden habe. Und diese Räder werden wir gemeinsam auseinandernehmen, uns genau anschauen. Und ich hoffe, dass ihr dabei ein paar Tipps mitnehmen könnt, worauf ihr achten könnt, wenn ihr selber gebrauchte Spinnräder kauft. Ich meine mit gebrauchten Spinnrädern hier vor allem wirklich alte Spinnräder. Mitunter vielleicht sogar antike Spinnräder. Wenn ihr ein Rad findet, das tatsächlich einen Markennamen hat, dann sucht dieses Rad mal im Internet. Wenn ihr tatsächlich eine Herstellerseite findet, dann könnt ihr eigentlich nicht so viel falsch machen. Denn selbst wenn etwas kaputt ist, lassen sich Ersatzteile besorgen, findet man Anleitungen im Internet, findet man Gebrauchsanweisungen im Internet. Wobei moderne gebrauchte Räder natürlich auch viel, viel teurer sind als vielleicht sehr, sehr alte Dachbodenpfunde und dergleichen. Okay, ich bin wie folgt vorgegangen. Ich habe mir Kleinanzeigen angeschaut, habe mir Räder ausgesucht, die mir vom Preis her angemessen erschienen. Ich habe versucht, mich hineinzuversetzen in jemanden, der lernen möchte zu spinnen, aber kein Riesenbudget hat und ein günstiges Spinnrad sucht. Dabei konnte ich mir natürlich erstmal nur die Bilder anschauen. Wenn man sich Bilder anschaut, und bei den meisten Rädern, die ich jetzt hatte, waren glaube ich nur zwei oder drei Bilder höchstens dabei, geht es erstmal nur darum zu gucken, ob die Räder vollständig sind. Das heißt, gibt es ein Schwungrad? Super, ist ja mal das Grundlegende. Gibt es ein Pedal? Ist das Pedal mit dem Schwungrad verbunden? Kann man das sehen? Gibt es einen Flügel, gibt es eine Spule und sind die intakt? Und zwar nur intakt, nicht funktionstüchtig. Ein Flügel, ist der vollständig, hat der Flügel zwei Arme, das ist das Ding mit den Haken drauf, sind da Haken dabei? Wenn ein Flügel kaputt ist, ist es sehr schwierig, später das Rad zu testen, ob es tatsächlich funktioniert. Ob ein Riemen auf dem Rad ist, das heißt ein Antriebsriemen von dem großen Schwungrad hin zu Flügel und Spule, ist gar nicht so wichtig. Nehmt euch eine Schnur mit, ihr könnt einen basteln. Was ihr euch aber schon anschauen könnt auf Fotos, ist, was für eine Antriebsart das Spinnrad überhaupt hat. Es gibt im Prinzip drei Antriebsarten und in zwei Gruppen. Das eine sind zweifädige Räder, das andere sind einfädige Räder. Ich habe da auch schon andere Videos drüber gemacht, deswegen nur ganz kurz erklärt. Zweifädige Räder werden mit einem Band angetrieben, das sowohl Spule als auch Flügel antreibt. Es gibt keine Bremse oder sowas. Dann gibt es spulengetriebene Räder, das heißt Räder, bei denen der Antriebsriemen über die Spule läuft und die werden am Flügel gebremst. Das heißt, es gibt irgendein Band, irgendein Lederstück oder sowas, was über den Flügel vorne am Einzug, am Einzugsloch läuft, um den Flügel zu bremsen. Dann gibt es spulengebremste Räder bzw. flügelangetriebene Räder. Das heißt, der Flügel hat hinten einen Wirtel, da läuft der Antriebsriemen drüber und dann gibt es irgendeine Art von Band mit einer Feder oder sogar einem Gummiband, natürlich nicht bei ganz alten Rädern, das dann über die Spule läuft und die Spule bremst. Im Folgenden seht ihr vor allem zweifädige Räder und ein flügelgebremstes Rad. Spulengebremste Räder gibt es eigentlich unter den Dachboden alten gebrauchten Rädern kaum. Das heißt, die können wir erstmal so ein bisschen außer Acht lassen. Wenn ein Rad auf einem Bild keine Haken hat, dann sollte man irgendwas mitnehmen, was man als Haken verwenden kann, um das Spinnrad zu testen. Was man außerdem mitnehmen sollte, ist etwas Maschinenöl oder Spinnradöl, Nähmaschinenöl, irgendwie sowas. Außerdem Schnur bzw. Garn. Das heißt, zum Beispiel eine Schnur oder ein Garn als Leitfaden, den man an der Spule befestigt, und ein Garn, das man benutzt statt Fasern, um zu testen, ob das Spinnen funktioniert. Das zeige ich euch später. Ich bin also hergegangen, ich habe mir diese Kleinanzeigen rausgesucht und habe die Räder so gekauft, wie sie angeboten waren, und zeige euch quasi, was ich ausprobieren würde und was ich ausprobiert hätte, wenn ich
vor Ort hätte beurteilen wollen, ob das Rad funktionstüchtig ist oder nicht. Das ist Rad Nummer 1. Ich habe beschlossen, ich nenne sie Isabella. Für dieses Rad habe ich 30 Euro bezahlt. Was ich sehen konnte, war, dass es auf jeden Fall 2 Riemen gab. Was ich jetzt sehe, ist, dass sie sogar richtig aufgebracht sind, was schon echt cool ist. Wie man 2-fädige Räder bespannt, habe ich euch auch in einem eigenen Video gezeigt, das ihr unten verlinkt findet. Was mir auch erst tatsächlich aufgefallen ist, als ich es abgeholt habe, aber meine Prämisse war jetzt, die Räder so mitzunehmen, wie sie sind, weil darum geht es ja, ist, dass das Schwungrad 2 Risse hat. Die Frage ist, was macht das? Erstmal würde ich sagen, das ist so das minimalste Problem. Tatsächlich kann die Spule sich unabhängig vom Flügel drehen und auch offensichtlich ziemlich frei. Es ist allerdings auch nur eine Spule dabei. That's life. Also es ist wirklich nur diese eine Spule. Was noch was Interessantes wäre, was ich mir jetzt angucken würde, wenn ich das Rad dann vor Augen habe, weil auf den Fotos konnte man auch das nicht sehen, ist die Größe der Rillen. Und hier sieht man ziemlich deutlich direkt, dass die Rille von der Spule viel tiefer ist als die vom Flügel. Das ist schon mal super, das braucht es zum Aufwickeln. Offensichtlich hat auch irgendwie mal jemand versucht, damit zu spinnen. Was ich dann immer noch ganz nett finde, sind so diese dekorativen Wollzupfeln hier. Und da käme jetzt der nächste Test bei so einem 2-fädigen Rad wie bei dem. Das hier ist so ein bisschen lose, da würde auch schnell der Faden abspringen. Das heißt, das dürfte noch ein bisschen fester sein. Und jetzt natürlich die Frage, ob sich dieses Teil überhaupt bewegen kann. Ja, das tut es. Ne? Es quietscht ein bisschen, aber es kann sich bewegen. Jetzt ist es noch loser. Ich könnte den jetzt noch mal ein bisschen fester ziehen. Was natürlich auch noch ein wichtiger Clou ist zu testen, nachdem ich gesehen habe, okay, das Ganze bewegt sich, das alles dreht sich, drehen diese Teile sich noch, um die Spule rausholen zu können, beziehungsweise den Flügel. Und meistens kann man die in die eine oder andere Richtung drehen. Und der lässt sich eigentlich gar nicht großartig bewegen. Ja, das ist auf jeden Fall ein Manko, weil das bedeutet, wenn ich den Flügel nicht rausbekomme, bekomme ich auch die Spule nicht raus. Und es kann auch bei einem 2-fädigen Rad hin und wieder mal Sinn machen, die Spule abzunehmen und darunter zu ölen. Und es kann natürlich auch Sinn machen, den Flügel rausholen, um die Spule rauszuholen zu können, um vielleicht von einem Schreiner eine nachbauen zu lassen und tatsächlich mehrere Spulen zur Verfügung zu haben. Und auch da, um die Spulen wechseln zu können, müssen wir den Flügel rausholen. Boah! Okay, das nächste, was es auszuprobieren gilt bei einem 2-fädigen Rad, ist, ob dieser Wirtel sich lösen lässt. Und ich merke jetzt gerade, yay, sogar super leicht. In der Regel wird er abgedreht im Uhrzeigersinn. Sieht noch sehr neu aus alles. Also ich würde jetzt vermuten, das ist kein super altes Rad, sondern einfach irgendwie ein handgemachtes Rad von jemandem. Der ist auch tatsächlich schon so ein bisschen fleckig. Den würde ich auch das erstmal ölen, bevor ich es wirklich ausprobiere. Wenn man natürlich die Gelegenheit hat, es vor Ort auszuprobieren, super. Ja, das andere ist dann, funktioniert der Tritt? Das wäre jetzt auch noch eine Frage. Wenn ich das Rad vor Ort getestet hätte, hätte ich die Spule natürlich nicht abgewickelt, sondern einfach irgendeinen Garnrest, den ich natürlich mitgebracht habe, über die darauf liegenden Fäden geknotet, einfach nur damit ich was habe, um anzusetzen. Und ich würde auch nicht unbedingt mit Fasern testen, sondern ebenfalls mit etwas Garn. Es geht im Prinzip um 2 wichtige Punkte, wenn ich das Rad jetzt teste, sofern ich den Faden hier durchbekomme, der ist gerade ein bisschen zickig. Und zwar das eine ist, wird 3 produziert und das andere ist, zieht das Rad ein. Das ist eben das, was ein Rad können sollte. Das heißt, ich nehme mir immer irgendwie einen Knäuelgarn mit oder so. Und es ist auch leichter, das mit einem Garn zu testen, als mit Fasern. Gerade dann, wenn man vielleicht noch am Üben ist. So, und ich würde das jetzt versuchen, mit einem flachen Knoten hier aneinander zu knoten. So, und dann das Ganze in Bewegung zu setzen. Oh ja, ich habe jetzt ordentlich Einzug, merke ich. Natürlich kann es sein, dass so ein Rad nicht direkt funktioniert. Also, dass man so ein bisschen rumstellen muss.
Frage ist halt, verdreht es auch? Ja. Das Gute ist, wenn ich jetzt ein verzwirntes Garn nehme, dann kann ich sehen, ob das mit dem Drei funktioniert, wenn ich jetzt im Uhrzeigersinn spinne, das Ganze in den Uhrzeigersinn bewege, dann dürfte sich so ein verzwirntes Garn in der Regel aufdrehen dabei. Was natürlich auch passieren kann, häufig bei, gerade bei so alten Rädern wie jetzt bei dem hier, so ein Knoten bleibt dann nämlich hängen gerne, weil die Nadeln so klein sind. Die hier sind sogar noch in Ordnung. Manche alte Räder, richtig antike Räder, haben oft noch kleinere Haken. Okay, aber das funktioniert gut. Es hat einen starken Einzug, aber es dreht und es zieht. Ich würde immer abwechseln, auch wenn ich teste. Das heißt, nicht einfach nur quasi so durchlaufen lassen, sondern festhalten, reingeben, weiter zurückgehen, festhalten, reingeben. Es funktioniert. Das Rad funktioniert. Tschakka! Ein ganz wichtiger Hinweis, vor allem zu zweifädigen Rädern für Anfänger an dieser Stelle. Das sind nicht die optimalen Räder für Anfänger. Man kann damit spinnen lernen, aber man sollte ein paar Sachen im Hinterkopf behalten. Und das ist vor allem, dass es passieren kann, dass man, um das Rad in Betrieb zu halten, sehr schnell und sehr viel tritt. Das wiederum führt dazu, dass gerade erste Spinnenversuche häufig sehr überdreht sind und dann nicht mehr aufgewickelt werden, weil die Fäden dann sehr eingekringelt sind. Wenn man das im Hinterkopf hat, ist das vielleicht nicht weiter schlimm, weil man dann vielleicht versuchen kann, nachzuhelfen, den Faden manuell auf die Spule aufzuwickeln und mit der Zeit dann in einen vernünftigen Rhythmus kommt, bei dem die Bewegung der Hände zusammenpasst mit dem Treten. Ja? Und vielleicht auch zu versuchen, einfach nicht zu schnell zu treten. Klar, das Rad muss halt im Betrieb bleiben und das ist oft der Knackpunkt. Die nächsten Schritte bei diesem Rad wären jetzt definitiv zu schauen, ob auf Dauer das Schwungrad Probleme macht mit seinen Rissen und zu schauen, ob man dieses Knarzgeräusch wegbekommt, das definitiv vom Pedal kommt. Und eventuell den Antriebsriemen auszutauschen. Das wären dann so die Feinheiten, also auch so ein Rad gehört natürlich gepflegt und gewartet. Ich habe übrigens auch erst kürzlich ein Video darüber gemacht, wie man Spinnräder pflegen und warten kann. Das verlinke ich euch natürlich unten in der Infobox. Das ist Veronique. Veronique hat 65 Euro gekostet und wir schauen sie uns jetzt einmal noch mal so ein bisschen genauer an. So, was mir direkt aufgefallen ist, ist, dass sie tatsächlich mit einem doppelten Riemen gekommen ist, der sogar, glaube ich, richtig gebunden ist. Hier ist ein Fadenkreuz. Haken sind da, der Flügel dreht sich und die Spule dreht sich unabhängig vom Flügel und das sogar ziemlich easy. Sind die Wirtel unterschiedlich tief? Das kann man jetzt in der Kamera nicht so gut erkennen, aber das sind sie. Der Wirtel von der Spule ist ein bisschen kleiner als der vom Flügel. Den Faden, also den Abstand hier, kann man zweimal erhöhen. Einmal hier und ich sehe hier direkt noch eine Schraube. Das heißt, mit der kann ich auch noch anpassen, wobei ich da das jetzt mit einer Hand ein bisschen schwierig, weil der Rocken sich dann mitdreht. Veronique ist im Prinzip ein Mazurka-Nachbau. Es ist keine echte Mazurka von Kromski. Das sieht man ziemlich schnell daran, dass die Halterung hier eine andere ist. Und das Pedal geht bei dem Original-Kromski-Rad so ein bisschen weiter hier vorne raus. Mittlerweile hatte ich einen Schriftwechsel mit der Firma Kromski, dem Spinnradhersteller Kromski, und weiß, dass das Rad höchstwahrscheinlich von Kromski gebaut wurde. Allerdings ist es trotzdem nicht das Mazurka. Sie bezeichnen dieses Rad als Old Style Mazurka, weil es eine Kopie ist. Es wurden zu einer gewissen Zeit Kopien von diesem Rad als Dekoräder verkauft. So, und das ist eins dieser Dekoräder. Zeigt aber auch, dass Dekoräder nicht per se was Schlechtes sind, sondern durchaus funktionieren können. Es gilt halt, all diese Kriterien durchzutesten, die ich euch in diesem Video zeige. Was ein Nachteil ist, ist, dass zum Beispiel dieses Rad nicht bestückt werden kann mit den Standardspulen von Kromski.
Ich habe zum Beispiel auch bei diesem Rad nur eine Spule. Was man machen kann, wenn man alte Räder bekommt, die nur eine Spule oder wenige Spulen haben, ist sich einen Schreiner suchen, der bereit ist, nach den Maßen, nach einer Vorlage, solche Spulen nachzubauen. Das ist ein weiterer Vorteil von modernen Spinnrädern, wenn ihr also ein Markenrad findet, dass man in der Regel Spulen nachkaufen kann und das Ganze somit ergänzen kann. Das geht bei alten Rädern nicht. Es gibt keinen Standard für Spulen. Dann wäre das nächste natürlich immer der Tritttest. Tritt das Ganze, lässt sich das Ganze treten, einmal anschubsen und das sollte man natürlich besser im Sitzen machen. So, nächster Test. Ich habe jetzt schon einen Riemen hier rüber getan und hol die Riemen jetzt mal ganz runter oder den Riemen. Ja. Und jetzt möchte ich gerne wissen, ob man den Flügel rausholen kann. Und das funktioniert. Und dann natürlich auch, ob ich die Schraube abbekomme, den anderen Wirtel. Und auch das geht sogar ziemlich einfach. Schlussendlich, es ist nicht unbedingt ein Drama, wenn es nicht geht und wenn so ein Wirtel mal fest ist. Aber es macht durchaus Sinn. Ich benutze WD-40 nur zum Reinigen von Achsen und anderen Metallteilen, je nachdem. Niemals zum Fetten. Zum Schmieren der Achse hier verwende ich Plastilube. Das ist ein Schmiermittel für Bremsscheiben. Man kann aber auch Maschinenöl oder Nähmaschinenöl nehmen. Klapper, klapper. Veronique hier hat sich mittlerweile ein bisschen verändert. Vielleicht fällt es auf, sie ist frisch geölt. Ich habe sie schon mal ausprobiert, aber das Videomaterial ist weg. Deswegen probieren wir sie jetzt noch einmal zusammen aus. Auch hier, es geht darum zu schauen, ob Drall produziert wird und ob der Faden eingezogen wird. Deswegen habe ich mir nochmal ein Restgarn, Knäuelgarn, geholt, dass ich an meinem Leitfaden befestigen werde. Veronique hat einen sehr sanften, sehr leichten Einzug. Auch hier wieder das typische Problem, was man oft mit zweifädigen Rädern am Anfang hat. Der Faden bleibt je nachdem mal ein bisschen hängen. Wir erhöhen mal die Spannung ein wenig. Wenn ihr so ein Rad vor Ort ausprobiert, traut euch ruhig, da ein bisschen dran rumzustellen. So viel kann man an so einem Spinnrad nicht kaputt machen eigentlich. Und das ist auch etwas, worauf ihr achten könnt. Die Haken hier sind das Einzige, was ich hier quasi nicht verschönert habe. Ich habe das Rad geölt und die sind ein bisschen abgenutzt und rostig und mitunter auch sehr spitz. Und daran kann natürlich leicht was hängen bleiben. Auch etwas, worüber man sich Gedanken machen sollte. Ein letzter Tipp noch, falls ihr euch wirklich an zweifädige Räder herantraut und die ausprobiert. Zweifädige Räder funktionieren ja, indem Spule und Flügel getrennt voneinander angetrieben werden und sich dadurch unterschiedlich schnell spinnen. Und manchmal, wenn ihr das Gefühl habt, der Faden will nicht richtig einziehen, kann es tatsächlich helfen, gar nicht zu locker zu lassen, weil dann häufig nicht unbedingt überhaupt was passiert, sondern wirklich mal festzuhalten und dann mitzugehen. Festzuhalten und mit dem Tritt mitzugehen. Und wenn ihr festhaltet, ob ihr dann wirklich hier quasi spürt, wie es zieht, vor allem dann, wenn ihr mal nicht mitgeht. Festhalten. Das heißt, Veronique funktioniert auch. Sie verdreht und sie zieht ein. Und das ist das, was ein Spinnrad tun soll. Yippee-i-yo! Ein weiterer Tipp, gerade für alte Räder, ist sie auf unterschiedlichem Untergrund zu testen. Manche alte Räder mögen keinen Teppichboden, manche alte Räder mögen keinen harten Boden, manche mögen beides nicht. Ich habe hier zum Beispiel eine Anti-Rutschmatte ausprobiert und es kann durchaus Sinn machen, dass gerade wenn man das Gefühl hat, an sich funktioniert es, aber irgendwie will es nicht so richtig ans Laufen kommen, das Rad woanders hinzustellen. So, hier haben wir jetzt einen kleinen Bock, der für 35 € angeboten wurde. Auch als
voll funktionstüchtig. Bei denen sind mir direkt ein paar Sachen aufgefallen. Tatsächlich ist das Ganze irgendwie so hüfthoch. Und wir haben definitiv ein einfädiges Rad, was man daran sieht, dass wir halt nur einen Riemen haben, der auch nur über die Spule geht. Und da würde auch nichts mehr hinpassen. Also da fehlt nicht zum Beispiel noch ein Wirtel für einen zweifädigen Antrieb, sondern es ist definitiv ein einfädiger Antrieb. Allerdings kann der Riemen hier unmöglich original sein, weil der so massiv und dick ist, dass, obwohl er hier gut reinpasst, aber dass ich mir das eigentlich nicht vorstellen kann, dass jemand mal mit so einem fetten Riemen gearbeitet hat, der ja auch auf der Spule halt gerade irgendwie so aufliegt. Wenn wir uns das hier so ein bisschen näher anschauen, das liegt ja wirklich gerade so auf. Was jetzt noch ein Clou hier ist, ist, dass wir keine Möglichkeit haben, den Flügel irgendwie zu bremsen. Es sieht auch nicht so aus, als wäre hier mal irgendwie ein Band dran gewesen oder so. Das wäre das nächste, worauf ich achten würde. Das heißt nicht unbedingt, dass es nicht funktioniert. Aber es heißt eventuell, dass es eigentlich nicht zum Spinnen gedacht war. Auch das Einzugsloch ist halt sehr klein und dicht. Also das ist, wir haben hier eben das Loch, wo der Faden durchgeht und dann hier durch. Das ist sehr, sehr lang. Also es ist selbst für alte Räder sehr lang. Wir haben hier einen Verstellmechanismus, also so, dass wir diesen ganzen Flügelkopf hier oben anheben und dadurch den Riemen ein bisschen spannen können. Das müssen wir auch, wenn wir das erstmal mit dem Riemen testen wollen. Wir gehen ja jetzt davon aus, wir sind quasi bei den Verkäufern zu Hause und probieren das da aus. Auch hier so schön dieser dekorative Flachszopf mit einem abnehmbaren Rocken, immerhin. Also machen wir den Tritttest. Das Schwungrad ist sehr klein und zumindest mit dem Riemen kriegt man das Ganze gar nicht so richtig in Schwung oder zum Laufen. Das heißt, das wäre so das Erste, was man testen müsste. Was passiert, wenn man einen anderen Riemen drauf tut? Das Nächste, auch hier gucken wir einfach mal, das Ganze geht raus und die Spule geht auch ab und die Spule kann sich auch frei drehen. Wobei hier sehe ich schon ein ganz starkes Problem. Nämlich, wenn die Spule ganz nach vorne geht, stößt sie tatsächlich so an, dass sie sich nicht mehr wirklich gut drehen kann. Ja, und wenn das so benutzt worden wäre, dann hätten wir hier mehr Ablaufspuren. Hier sind so ein paar Risse davon, dass es mal jemand ausprobiert hat oder so. Aber auch die Spule sieht sehr unbenutzt aus. Damit wurde nicht gesponnen. Ich habe dann einen neuen Riemen einfach aus einer Schnur, Metzgerschnur, aufgebracht, um zu schauen, ob es damit vielleicht besser funktioniert. Okay, was jetzt nach den ersten Tritttests mit einem neuen Riemen auffällt, ist, dass der Flügel deutlich mehr mitdreht, als er sollte. In meinen Augen. Was mir erst viel später aufgefallen ist, ist, dass das Schwungrad bei diesem Spinnrad nicht herausnehmbar ist. Und das spricht dafür, dass es tatsächlich ein Rad ist, das nur als Dekorad gedacht ist. Und gerade beim Schwungrad, das ja hier auch sehr quietscht, kann das halt von Nachteil sein, dass man es nicht herausnehmen und sauber machen und warten und ölen kann. Auch das Einzugsloch kann wirklich ein Knackpunkt sein, auch wenn es nur ein kleiner ist. Bei manchen Dekorädern sind die wirklich geschlossen und wenn man darauf nicht achtet, dann fällt einem das vielleicht erst später auf. Es kann aber auch so sein wie bei diesem Rad, dass es einfach nur dekorativ gemacht, aber sehr, sehr unpraktisch ist. Normalerweise sollte das Einzugsloch so sein, dass man relativ schnell und gut den Faden durchziehen kann, dadurch, dass die Öffnungen schön groß sind. Selbst dann, wenn das Einzugsloch an sich vielleicht schmal ist. Das ist hier nicht der Fall. Man kann kaum durchkommen, man kann nichts sehen, man kommt mit der Nadel nicht tief genug rein, um den Faden zu holen. Und
In der Regel haben flügelgebremste Räder einen ziemlich starken Einzug und sind dazu gedacht, um etwas dickere Garne zu machen. Und dieses Einzugsloch ist viel zu klein, als dass dickere Garne da durch könnten. Und das spricht dafür, dass damit nie wirklich gesponnen wurde und dass es auch nicht zum Spinnen geeignet ist. Geschafft! Es funktioniert nicht, es zieht überhaupt nicht ein. Dadurch, dass die Spule immer wieder hier vorne hängen bleibt, weil wenn ich hier am Faden ziehe, ziehe ich auch die Spule nach vorne. Und dann kann die sich einfach kaum drehen. Okay, nochmal ganz kurz zum Verständnis, nur damit es deutlich ist. Was hier passieren muss, ist, dass die Spule sich im Prinzip schneller dreht als der Flügel. Wird der Flügel nicht gebremst, kann es sein, dass er sich einfach nur mitdreht, dadurch, dass er durch den Faden mit der Spule verbunden ist. Bei flügelgebremsten Rädern ist es häufig so, dass selbst ohne Bremse der Flügel sich nicht ganz so doll mitdreht und das heißt, die Spule dreht sich schneller und kann den Faden aufwickeln. Das ist hier nicht der Fall, weil die Spule eben so nah an dem Flügel sitzt, dass die beiden quasi wie verbunden sind und der Flügel sich einfach mitdreht und dann kann der Faden nicht aufgewickelt werden. Wahrscheinlich könnte man sich versuchen, hier so einen Bremsmechanismus zu bauen, ob es dann funktioniert. Man könnte hier vielleicht so ein bisschen Einkerbungen arbeiten oder so, damit die Spule nicht ganz so weit vorkommt. Weil klar, man könnte natürlich auch eine Filzplatte dazwischen machen oder so, also hier quasi auf die Stange, damit die Spule nicht anstößt. Aber andererseits ist die Frage, ob das die Spule nicht auch ausbremsen würde. Grundsätzlich würde ich sagen, fail. Also das ist definitiv eigentlich ein Dekorad. Man könnte es eventuell irgendwie zum Funktionieren bekommen. Aber ob es das dann auch tut und ob sich das lohnt, das ist die andere Frage und wie viel Aufwand das braucht. Ich finde, ich hatte ganz schön Glück. Ich hatte einen guten Schnitt. 2 von 3 Rädern haben funktioniert. Yippee-ayo. Dass die beiden funktionierenden Räder jetzt 2-fädige Räder waren, war purer Zufall. Das heißt nicht, dass grundsätzlich 2-fädige Räder, alte 2-fädige Räder, besser funktionieren als 1-fädige Räder. Das gesagt, 1-fädige Räder, die flügelgebremst sind, sind tatsächlich häufig ganz gut als für Anfängerräder geeignet. Wobei ich mal die Erfahrung gemacht habe, dass es leichter ist, wenn das Schwungrad ein bisschen größer ist, weil die dann nicht ganz so viele Tritte brauchen oder nicht ganz so schnelle Tritte brauchen, um in Schwung zu bleiben. Auf meiner Webseite unter www.shantimanu.de findet ihr eine kleine Liste der Punkte, die ihr checken solltet, wenn ihr euch ein gebrauchtes, altes Spinnrad anschauen geht und was ihr wissen solltet über das Rad, bevor ihr es wieder mit nach Hause nehmt quasi und bevor ihr es bezahlt vor allem. Ich hoffe, das hilft euch ein bisschen. Das gesagt, wünsche ich euch natürlich super viel Spaß bei euren Spinnereien und beim Ausprobieren und mit eurem Spinnrad. Ich danke auf jeden Fall ganz herzlich meinen Mitgliedern, weil sie nicht nur meine Videos möglich machen und meine Videoprojekte finanziell unterstützen, sondern natürlich auch so aufwendige Videoprojekte wie dieses jetzt, für das ich extra Spinnräder gekauft habe. Meine Güte, von denen eins noch nicht mal funktioniert. Ich wünsche euch, dass ihr Freude am Spinnen habt, dass ihr Spinngeräte habt, die euch Freude machen. Und ich freue mich darauf, wenn wir uns dann im nächsten Video sehen und wieder gemeinsam spinnen. Oder Spinnräder restaurieren. Mal gucken. Oder Fasern anschauen. Bis dahin bin ich raus für heute. Macht's gut. Bye, bye.